Die Radio PSR Kopfgeldmeisterschaften. Jede Antwort, die Sie geben, ist 100 Euro wert. Erste Frage. Wie nennt man Wildpferde mit der hellbraunen Stehmähne? Wollen Sie da jetzt die Rasse wissen? Da gibt es nämlich so einige. Das sind Przewalski-Pferde. Das ist schon die Antwort. Hey. Wird ganz komisch geschrieben und heißt wie nochmal? Przewalski-Pferde, so genau. In der Das sind übrigens auch die einzige Unterart des Wildpferdes, die in ihrer Wildform bis heute überlebt hat. Ja, in Frankreich sitzen die. Siehste? Lukas, bist du ein Streber? Hast du gelernt oder was? Wir haben recherchiert, weil ich wusste, die Ulrike weiß alles über Pferde. Habe ich gesagt, da kann ich ja nicht hinten anstehen. Zweite Frage, Ulrike. Ja. Ein aus vier Ständern bestehendes Hindernis, in dem mindestens zwei Stangen parallel hängen und die auch noch auf gleicher Höhe hängen, nennt man? Ja, das kann man. Da gibt es jetzt zwei Varianten. Entweder ist das ein Doppelrick oder ein Ochser. Und wenn es der Ochser ist, wie heißt der richtig? Ein Hochweitsprung, ein Ochser einfach. Ein Springochser. Ja, oder wie? Karree-Ochser, lass mal gelten, oder? Karree. Ochser ist Ochser. Ochser ist Ochser. Wir meinen das, wo die Pferde drüber hüpfen, wo man im Fernsehen immer sieht, wie haben die das nur gelernt. Richtig! 200 Euro schon, Ulrike. Und jetzt geht's um die dritte Frage. Mit welchem Highlight endet jede Vorstellung der Hengstparade in Moritzburg? Na, mit der Postkutsche. Und ja. Ich glaube, es ist ein 16er Zug. Jawohl! Ich soll diese blöde fragen, oder? Da haben wir auch was vorbereitet. Oh, da krieg ich gleich Gänsehaut. Echt? Na klar, ich habe mir das schon 100 Mal angeguckt in Moritzburg. Sie doch auch, Uli, oder? Auf alle Fälle, jedes Jahr. Ey, Uli und Uli. Na klar. Das gibt's ja wohl nicht. Habt ihr Portemonnaie oder was? Also, Ulrike, 300 unglaubliche Euro. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen ein schönes Leben in Zwickau. Danke. Also, tschüss. Tschüss. Die Radio PSR Kopfgeldmeisterschaft. Denn irgendwas weiß jeder. Natürlich nur bei Radio PSR.